Willkommen zurück zur dritten Folge mit einem frischen Getränk. So, ich glaube, im Haus sind wir auch noch nicht komplett durch, aber draußen können wir auch erstmal noch gucken. Ich finde es halt irgendwie cool, dass die Eingangsbereiche immer so ein bisschen noch mit gepflastert sind. Dann sollst du hier eigentlich wahrscheinlich deine Straßenschuhe ausziehen und dann kommst du in die Bude. Finde ich gar nicht mal verkehrt, muss ich sagen. Da könnte man eigentlich fast denken, da wäre noch ein zweiter Stock. Oh, die Hühner. Aber ganz ehrlich, wie oft sind denn Hühner gestorben, dass sie das auf dem Plan haben müsste, um tote Hühner zu verbrennen? この井戸に落ちて、じいちゃんは死んだ。Opa starb, indem er in dieses Well.不注意で落ちた事故だったらしい。Es war offensichtlich ein Unfall. Dieses Ding da fiel. War das vielleicht ein Brunnen oder sowas? Okay. Totes Huhn. Automat. Tote Hühner. Richtig blutig. Zerrupfte Federn. Ich gehe gleich an den Automaten, warum auch immer so ein Ding hier steht. Oh, krack. Wow, ist ja richtig safe hier. Oh, nice. Nochmal Münzen. Ja. Ich meine, es sind nur drei Hühner da. Und drei sind schon tot. Eins ist im Kühlschrank. Aber eigentlich auch interessant. Warum hat sie die dann verbrannt? So, dann spielen wir erstmal eine Runde bei den toten Hühnern. Ich fühle mich richtig wohl. Okay, Münze drin. Sehr schön. Alter. Ja klar! Alter, machst einen Millimeter weiter, ist das Ding weg. Wir haben ja ordentlich Münzen gefunden. Nice. Ja, ach Mann. Willst du mich verarschen? Ja. Oh Mann. Na, oh, leck mich doch am Arsch. Ich schaff's einfach nicht. Ja. Oh, das kann nicht wahr sein. Die letzten zwei sind halt mega tricky. Okay, drei Versuche haben wir noch. Also jetzt mit dem hier drei. Oh, das gibt's doch nicht!
kann das auch sein? Also wenn ich hier so ganz langsam mache, dann spielt das eh keine Rolle. Ich muss halt schnell sein, damit er ein bisschen Speed drauf kriegt. Ach. Letzter Versuch. Ja, okay. Scheiße. Da konnte man jetzt nicht rennen. Das sieht zwar so aus, aber es ist wahrscheinlich so eine Art Sitzbank hier. So, da waren wir ja schon, ne? Ich will jetzt erstmal rausfinden, so ein bisschen, wo hier. Was ist denn das? Safe Point? Das ist ein. Creepy, ne? Talisman. So, über. Wenn ich das Talisman-Ding angeguckt habe, dann fühlte sich meine Mutter krank? Oder übel? Ein Safe Point, okay. Warte, habe ich so lange Pause gemacht? 47 Minuten? 10 Minuten habe ich Pause gemacht? Gott, oh Gott. Ah ja, ich hatte ja auch vorher noch ein Spiel, aber zählt bestimmt nicht dazu. Was ist das für eine kleine Wanne? Da ist irgendwas im Abfluss. Yeah, nochmal eine Münze. Es muss ja irgendwas auf sich haben, dass man diese Münze benutzen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich nur zum Auflockern des Spielgeschehens ist. Also hier ist auf jeden Fall, ich sag mal, der Mittagstisch oder Abendessbereich. Oder, hier ist der Schlafbereich. Würde ich mal vermuten. Die Antwort vom Opa zu uns, als wir noch ein Kind waren. Also der Antwortbrief. Lieber Minato, danke für deinen Brief. Ich war überrascht zu sehen, dass du ihn selbst geschrieben hast. Das hast du großartig gemacht. Opa findet es toll, oder was? So, deine Mama will also nicht diese Käfer-Sammlungskit kaufen, hä? Weißt du, als ich jung war, sammelte ich, jetzt komme ich nicht auf das Wort, Schmetterlinge auch. Aber irgendwer erzählte mir, dass ich sie nicht verletzen soll. Das war der Zeitpunkt, als ich entschied, sie nicht weiter zu sammeln. Stattdessen habe ich sie beobachtet, wenn sie am Leben sind, und erlaubte ihnen, ein Part der Natur zu sein. Deswegen kann ich dir so ein Collection Kit nicht kaufen, aber wie wär's damit? Wenn der Sommer kommt, werde ich dich zu einem Platz mitnehmen, wo viele Schmetterlinge und Dragonflies, Libellen wahrscheinlich, sind. Oma ist beschäftigt mit der Hausarbeit. Deswegen kann sie nicht kommen. Aber wir werden viel Spaß zusammen haben. Nur du und Opa.
Wenn wir Goodbye, also Tschüss sagen müssen, macht es mich immer ein bisschen traurig. Aber bevor du gehst, werde ich dir etwas ins Ohr flüstern, einen kleinen magischen Spruch, der dich glücklich machen wird, bis wir uns das nächste Mal treffen. Ich vermisse dich, aber ich muss Oma helfen mit ein paar Sachen. Also bleib bitte so gut, wie du es erzählt hast. Ich verspreche, ich komme, um dich im Sommer zu じいsehen. ちゃん、ちゃんと俺に返事を書いてくれていたんだ。この。Ups, das habe ich zu schnell weggeklickt. Mist. Kann ich das nochmal lesen? Das ist bestimmt wieder so ein Versteckschrank, ja. Das ist ja wieder sehr gut. Aber nur zwei im gesamten Haus? Okay. So, wir haben ja gespeichert, also hier können wir den Fernseher anmachen. ここでならゆっくり休めそうだ。Ah, er will sich hier ausruhen. Okay. Ich will jetzt bloß nochmal abchecken, haben wir auch alles und so weit angeguckt. Das müssten wir noch benutzen, aber ich glaube, soweit ja. Licht anmachen. Ach, die. Bin ich dämlich? Ich dachte da oben, wo die drei Gefäße stehen. Cool. サイチじいちゃんは井戸に落ちて死んだ。Ja, jetzt muss ich auf immer klicken. 物知りで優しい、いいじいちゃんだった。キヌさんはじいちゃんが俺たち家族と親しいことを知っていたのに、亡くなったことを娘の母さんにさえ知らせなかった。Was? Unsere Oma hat nicht mehr unserer Mutter erzählt, dass unser Opa gestorben ist? じいちゃんが死んだと知ってから、母さんはひどく塞ぎ込むようになって。Oh, also unsere Mutter wurde dann depressiv. それで、母さんも。あんな非情な人が俺の祖母だなんて。Und dann ist unsere Mutter auch gestorben. Wie konnte unsere Großmutter so herzlos sein? What the fuck? Was das für eine Familie? Also, was ist das für eine Oma? Omas sind doch eigentlich immer gut. Also, Opa ist durch einen Unfall gestorben, indem er in dieses Loch fiel. Oma hat nichts davon erwähnt. Als unsere Mutter es rausgefunden hat, wurde sie so depressiv, dass sie auch gestorben ist. Ist die Frage, ist sie jetzt hier gestorben auch? Und waren dann unsere... Nee, das kann doch eigentlich auch nicht sein. Wir waren ja bei unserer Mutter weit weg. Dann ist die Mutter auf jeden Fall nicht hier gestorben. So, einen Versuch haben wir jetzt noch. Nee, zwei? Wo habe ich denn jetzt auf jeden Fall zwei Münzen gehabt? Egal. Einfach spielen. Ja. Okay, meine Theorie mit schnell machen ist schon mal für den Arsch. Ach, Kackspiel. Das ist ein. Oh, Mann, ey. Ey, wie viele Versuche waren das jetzt? Keine Ahnung. Bald 20 oder so. Ich hab's nicht einmal geschafft. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Würde mich trotzdem interessieren, was man da kriegt. Nun gut. Die Frage ist,
Doch, wahrscheinlich war es schlau aufzumachen überall. Weil wir haben nur zwei Verstecke. Ich verstehe es nicht so ganz. Ich vermute mal, wir müssen eventuell viel mit diesen Fenstern dann arbeiten. Wenn irgendwer hier umherschleicht, vielleicht unsere Oma. Aber so richtig. Ja, was für ein Ziel wir dann haben, weiß ich auch nicht. Besonders gibt es nur diesen Gang oder halt von draußen, um wieder zum Eingangsbereich zu kommen. Na gut, dann machen wir an der Stelle erstmal ein Folgenpäuschen und in der nächsten Folge ruhen wir uns aus. Spitze, dann gebe ich bis denn.